Welkom tot zweite unsere Let's Play. Der letzte aus der Phantom Hourglass. Ich habe mir die Uhr und das Auge genommen. Damit ja. Ich die Uhrzeit auch weiß. Es ist 15:08 Uhr. Ich hab verliert. Nein, es ist verschoben, warte. Ah, sie war. Sie war so blöd. Sie hat alles über dich erzählt. Ja, so schnell. Sollst du aus dem Kopf schlagen? Ja, habe ich schon rausgeschlagen. Aber Großvater, was redest du denn? Ich kann mir nicht mehr sagen, wie er redet. Die Freundin von Patos wurde entführt. Sie ist doch rübergesprungen. Das pure Böse wird die Segel dieses Schiffes. Er segelt umher auf der Suche nach Opfern. Und keiner ist ihm je entkommen. Du bleibst besser weit weg von diesem Schiff. Ein kleiner Bengel wie du findet dort nur seinen Tod. Deshalb können wir nicht unter die Grund sitzen. Oh, Baby! Lass mich mal nachdenken. Klingt so, als würdest du nicht aufgeben wollen. Diese jungen Leute. Es gibt da einen Haufen östlich von hier, ein Hafen. Ein Seemann namens Niedeberg sollte dort sein. Er wird dich mehr über das Schiff erzählen können. Schau mal auf die Karte. Der Hafen ist hier. Gut. Dieser Mann ist wegen des Geistes des hier, was? Ich erinnere mich an ihn. Er hängt da oben am Tempel fest. Ich hab ja auch Security. Ich bin ja mit dem Fahrzeug. Ist das doch okay, Großvater? Ja, ich sehe keinen Grund, warum du nicht mitgehen solltest. Du kannst halt das bestimmt helfen. Danke, Großvater. Auf geht's, Foto. Okay, das Abenteuer beginnt jetzt richtig. Letzte Zeit wurden viele Monster gesichtet. Ich habe nachgegeben und dir von Liedebeck erzählt. Aber sei vorsichtig da draußen. So. Jetzt geht das schon. Ja, das Abenteuer. Und das war jetzt das Boot. Und die Brücke ist Tisch. Hey, du, berühr mich doch mal. Berühre Leute, indem du mit ihnen durchsprechen. Jedenfalls habe ich ein Wissenschaft mit euren Daten. Ja, mach ich. Wie das eigentlich geht, einen Stein anzuheben und zu werfen und dann geht er kaputt. Auf anderen Steinen geht er nicht, aber so auf dem Boden. Den ersten Stein. Da. Okay, ich weiß nicht, was ich sein soll. Ja. Okay, das kann ich jetzt nicht gucken. Jetzt brauchen wir ein... Wie heißt das Schwert? Um das zu bekommen, müssen wir in die Lagerkammer... Okay. So kann ich das. Und für diese Zutaten brauchen wir einen bestimmten Code. Ich hätte gesagt. Also eine bestimmte Zahl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die Palme am Strand stehen. So.
Ich hab mir gedacht, dass ich das gleich zähle, weil ich habe zum Anfang Jahre daran gesessen, herauszufinden, wie das überhaupt funktioniert. Ich hab's gesehen. Nein, hey Monster, wir haben keine Chance, ich muss es rein umkehren. Ah, nein! So. Ja, komm ich. Jetzt müssen wir einfach mal in die Höhle rein. Die sind diese Sequel. Hat die auf die Tipp gegeben? Ja, gleich haben wir sie. Sie waren schwer. Ihr meint aber wirklich nichts als Ärger, ich weiß. Das ist gut. Also, ist das nicht mein Schwert? Was hast du damit vor? Großvater, es tut mir leid, aber wir hatten einen guten Grund. Ein Mädchen aufsehen von mir. Weiß ich schon. Okay, ja, das wird sich von mir. Ich bin sehr schlecht. Fanskos! Egal wie gut ein Schwert auch mal sein mag, wenn man es falsch benutzt, ist es nur gefährlich. Daher werde ich dir den Grund an, das Schwert zu bleiben. Beginnen wir mit dem Anvisierhieb. Ich stelle ein paar Ziele auf. Und denen du übst. Die Karte das Essen. Rühre ein Ziel, um es anzuwählen, um es anzugreifen. Probier es auch. Okay, ich dachte schon, das würde fehlen. Den wir noch hatten. Also ich werde mich dran gewöhnen. Aber ich mag den Anvisier halt dabei. Das steht nicht mehr. Also, und ohne das Schwert hätten wir auch nicht weiterkommen können. Zeige ich mal wie los. Die Bäume kriegt man ohne das Schwert nicht mehr runter. Schaut mal den. Egal. Das ist richtig.
Okay, jetzt ist mein Leben wieder besser. Das ist also ein schwieriges Problem. Ups. Ich hätte mich ja noch gleich. Das ist, wie gesagt, kein Blind Let's Play. Also, ich hab das schon mal gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das Story hier drin. Nur das wird mal spaßig, wenn diese kleinen schlechten Mäuse da kommen, weil sie sehr rasten. Die Story-Tracks haben so ein paar Minuten mal gespielt, also. Das ist dann ein Blind Let's Play. Ich hab das einfach so spontan entschieden, weil. Das Spiel gefällt mir einfach. Manchmal ist es so ein Kotzenweg mit Chase Rules, das ist ja ein Adventure-Spiel. Kann ja nicht anders sein. Okay. So, jetzt müssen wir rausfinden. Wo ist die Reise? Oh, wie schlimm ist das jetzt? Ich komme hier so nicht lang, oder? Noch ist es da. Ey, der erste zweite Mal von diesem Spiel. Ich wollte das Kind, ich hätte erst das zweite von mir. Der erste hier ist der zweite von mir. Also links ist natürlich in dieser Richtung der zweite Stimme. Wenn ich jetzt sterbe, dann ist es hell. Ich bin gestorben! Naja, Game Over, fängt ja mal schön an, hä? Ah, zum Glück bin ich hier bei der Höhle. Scheiß Box. Aber gefällt es Let's Play, soll ich das sehen. Das Spiel kann man sogar irgendwie nicht verstehen. Das ist das wenigstens leichter. So geht's auch. Das ist die Schlüssel. Oder so. Der zweite ist der erste von der letzten Folge. Ist der erste von der rechten Seite. Das ist für die Boxfeile jetzt runter. Okay, in die nächste Etage. Ich muss eh jetzt aufhören. Okay. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.